Auf dem Wasser kommt Charlène aus dem Strahlen nicht mehr heraus. Die Fürstin von Monaco ist am 22. Mai Teil einer besonderen Aktion. Gemeinsam mit dem monegassischen Freitaucher Pierre Frolla gehört sie der Operation Poseidon an, die die Zielflagge des nächsten Formel-1-Rennens im Mittelmeer bergen soll. Denn am kommenden Sonntag findet in dem Stadtstaat der prestigeträchtige 81. Grand Prix von Monaco statt. An diesem Tag werden zahlreiche Formel-1-Wagen durch die engen Straßen fahren und die Zuschauer ihnen begeistert zujubeln. Dazu war Charlène gemeinsam mit einer Bootscrew an Bord eines Katamarans auf das Mittelmeer vor Monaco gefahren, um die Zielflagge zu suchen. Für den sportlichen Anlass wählte die ehemalige Schwimmerin eine dunkelblaue taillierte Jacke, eine weiße Jeans und flache Schuhe. Als es Frolla gelingt, das schwarz-weiß gemusterte Tuch aus dem Wasser zu heben, kommt Charlène ihm freudestrahlend entgegen. Strahlend hält sie die Flagge den Fotografen entgegen. Mit der Unterschrift der beiden Wasserbegeisterten auf der Zielflagge fiebern sie dem begehrten Autorennen entgegen. Mit ihrer Familie war Charlène stets Gast des Rennens und überreichte vor 2 Jahren auch die Siegertrophäe. Die Operation Poseidon dient dabei einem wohltätigen Zweck. Die Flagge soll anschließend versteigert werden und das Preisgeld Charlènes Stiftung zugutekommen.